So, jetzt ist es Dienstagabend und ich saß gestern schon mal hier am Montagabend. Da wollte ich eigentlich schon das Video aufnehmen und da war es kurz vor knapp. Da hatte ich nämlich genau die 499 Abos und das hat mich jetzt ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, weil in den letzten Tagen, ich glaube es war Freitag, Samstag, da hatte ich vielleicht so ja, Anfang 480 und das hat jetzt so einen Sprung getan, ganz plötzlich, dass ich überhaupt nicht so schnell damit gerechnet hatte, dass ich hier das 500 Abo-Video mache. Ja. Hier drum geht es jetzt einfach, mich bei euch zu bedanken, dass ihr bei mir so zahlreich einschaltet und ja, mich auch durch die Abos verfolgt. Und ja, ich möchte mich dafür bedanken, weil es macht mir einfach eine große Freude, die Videos hochzuladen, mit euch in Kontakt zu treten. Gerade wenn es auch um Messerbau geht und es ist einfach eine tolle Sache, vor allem weil man da auch viel lernen kann, weil man da, ja, weil man da auch weiterkommt. Jetzt ist es so. Ich habe ja meinen Kanal so ein bisschen vom reinen Messer-Reviews machen weggeholt, ein bisschen in Form von ja, Messer bauen auch, Bandschleifer-Videos, auch draußen Videos, ja, so ein bunter Mischmasch einfach. Und das zeigt mir, dass aber auch viel Interesse da ist. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wer wie viel, ja, wo der Anteil ist, welche Leute gucken welche Videos, welche Leute gucken welche Themen. Und deshalb habe ich mir einfach überlegt, ich möchte ja, mich bei euch bedanken. Und diesmal mache ich ein Giveaway in Form einer einfachen Kommentarteilnahme, sage ich mal. Wie könnt ihr teilnehmen? Wie ich schon gerade gesagt habe, durch einen Kommentar in der Videobeschreibung. Und der Kommentar muss enthalten Hashtag 500 und anschließend müsst ihr oder würde ich mich freuen, wenn ihr schreibt, welche Videos ihr von mir guckt. Schaut ihr eher die Messervideos oder die, ja, die Outdoor-Bushcraft draußen Videos oder die Messerbau-Videos, Bandschleifer-Videos? Also in welchen von diesen Sparten fühlt ihr euch aufgehoben? Ja, in welchen Sparten oder welche Sparte spricht euch am meisten an und hat, weswegen habt ihr euer Abo bei mir gelassen? Das würde mich einfach sehr, sehr interessieren, weil ich diese Differenzierung einfach nicht machen kann. Und da habe ich schon länger mal drüber nachgedacht. Und in Form von dem hier kann man das, denke ich, ganz gut umsetzen, weil ich jetzt ein paar Anreize schaffe, dass ihr auch mitmacht. Genau, ich habe mir das so gedacht, ich mache das in zwei Sequenzen, sage ich mal, in zwei Teile. Einmal für die Messerjungs. Da stelle ich so ein kleines Messer-Zubehörset zusammen. Und zwar einmal habe ich hier die Tasse. Die gibt es dabei. Hier, das vorne ist nur Deko. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter hoch, damit wir alles drauf kriegen. Das hier ist für die Messerjungs, hier oben in der linken Seite. Dann geben wir noch dabei eine Messertasche. Die hatte ich jetzt zweimal mitgehabt. Oder vielleicht waren es auch dreimal. War auf jeden Fall nicht viel. Sie hat nicht viel gesehen, lag die meiste Zeit nur rum, weil ich habe in einem meiner ersten, nee, eigentlich war es sogar mein, nee, es war mein zweites Video, genau. Die Videoantwort von Stefan, da habe ich ja mal meine Box vorgestellt aus Holz, die ich mir selbst gebaut habe. Und da ich die habe und ausschließlich die benutze, brauche ich hier die Messertasche nicht. Und die möchte ich einfach einem von euch ja, zugutekommen lassen. Vielleicht freut sich ja jemand drüber. Und ja, so als kleines Gimmick kommt noch hier diese CT-Messerständer dabei und das Plakat hier noch. Je nachdem, vielleicht habt ihr Verwendung dafür, vielleicht freut sich jemand darüber. Genau, auf jeden Fall so eine kleine Sache, wo ihr, ja, wo ihr so ein bisschen Messerzubehör habt ringsrum. Mein letztes Giveaway war ja ein Messer und deshalb habe ich mir gedacht, diesmal mache ich mal so eine kleine Rundum-Zubehörsache. Genau. Und als zweite Sparte, sage ich jetzt einfach mal, möchte ich noch ein Buch verlosen. Das ist dann eher so für die Outdoor-Jungs. Da habe ich hier das tolle Buch Outdoor-Küche, draußen kochen leicht gemacht. Da gibt es ganz viele Tipps und Tricks von was kann man kochen, wie kann man sich sein Wasser zubereiten, mit welchen Hilfsmitteln kann man kochen. Also es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist gut gemacht mit vielen Bildern und Tabellentexten, einfach sehr abwechslungsreich und gut zu lesen. Ja, ich habe es jetzt schon einmal durchgeguckt, fast durchgelesen
und vielleicht bringt es jemandem von euch noch sehr weiter, der jetzt auch vielleicht gerade auch erst angefangen hat. Und ja, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr das auch noch nehmen. Und dazu kommt noch hier dieses kleine Lanyard. Genau, das war es dann auch eigentlich schon. Einfach Hashtag 500, Leerzeichen, und dann schreibt ihr einfach mit rein, seid ihr eher durch Messer auf mich gekommen, Messerbau oder ja, Bushcraft Outdoor, so was ich jetzt vielleicht noch nicht wirklich so lange auf meinem Kanal laufen habe, aber es kann ja sein, dass genau dadurch Leute zu mir gekommen sind. Genau, ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar. Ich möchte mich bedanken für alle, die reinschauen regelmäßig, durch die vielen Abos und durch die Likes. Ich sage auch mal, durch die Kommentare werde ich immer wieder angespornt und es macht immer wieder richtig viel Spaß, da auch Videos hochzuladen. Genau. Ich will nicht weiter rumsülzen. Einfach jetzt, wenn ich das Ganze hier freischalte, unten in die Kommentare eure Nachricht schreiben und ich lasse es laufen bis, welchen haben wir heute? Heute haben wir den 7., das ist der Dienstag, und ich lasse es einfach laufen bis, ich sag mal, bis Freitag um 20 Uhr, genau. Freitag 20 Uhr ist, denke ich, eine gute Zeit. Freitag der 10. Und bis dahin nehme ich alle Kommentare mit rein und dann werde ich verlosen. Also wer eher auf Outdoor steht, der bekommt diese Sparte hier. Und wer eher auf Messer-Reviews oder Messer-Bau steht, der bekommt eher das hier. Das weiß ich dann, je nachdem, welche Inhalt euer Kommentar hat, weiß ich das dann einfach zu. Oder ihr macht explizit darauf aufmerksam. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich werde am Ende eine Tabelle in Excel machen und das mit dem random.org-Generator rausfinden im Prinzip. Alles klar, dann vielen Dank fürs Reinschauen und für die 500 Abos. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.